Heinz Baumann, der Adelheid ihre Mörderstar ist gestorben. Die deutsche Schauspielwelt trauert um einen großen, TV-Legende. Heinz Baumann ist wenige Wochen nach seinem 95. Geburtstag gestorben. Wie die Künstleragentur Hallweg im Namen seiner Familie mitteilt, sei er bereits am vergangenen Samstag, 4. März 2023, friedlich in München eingeschlafen. Heinz Baumann begann seine Schauspielkarriere am Theater und wurde später durch zahlreiche Film- und Fernsehproduktionen zu einem festen Bestandteil der deutschen TV-Landschaft. Der gebürtige Oldenburger erlangte 1960 mit seiner Rolle des Martin Hartog an der Seite von Lieselotte Pulver 93 in der Komödie Das Spuckschloss im Spessart größere Bekanntheit und spielte in weiteren Filmen wie Und Jimmy ging zum Regenbogen 1971. Die Antwort kennt nur der Wind, 1974, oder Peter wächst die Binnen, 1996, mit. Ab 1987 war er als Hauptkommissar Jürgen Sudmann in der ZDF-Serie Soko 5113 zu sehen und später als Privatdetektiv in dem Ableger Solo für Sudmann. Zudem war er Teil mehrerer Tatortproduktionen. Großer Beliebtheit erfreute sich Baumann auch als Hauptkommissar Ewald Strobel an der Seite von Kollegin Evelyn Hamann, 65, in Adelheid und ihre Mörder. Bis zu ihrem Tod im Jahr 2003 war er 40 Jahre lang mit Schauspielkollegin Gardi Brombacher verheiratet. Tochter Judith Richter, 44, die ebenfalls als Schauspielerin arbeitet, stammt aus seiner Beziehung mit der Kabarettistin Beatrice Richter. 74. Baumann lebte zuletzt mit seiner Lebensgefährtin im Münchner Stadtteil Schwabing. Verwendete Quelle: Welte, Bilde.